Ich bin Sebastian, Auszubildender zum Feinwerkmechaniker im ersten Lehrjahr und ich habe mich nach meiner Fachhochschulreife im Bereich Metalltechnik dazu entschieden, erstmal etwas Praktisches zu machen und danach vielleicht studieren zu gehen. Ja, im ersten Lehrjahr haben wir angefangen mit dem Feilen, dann sind wir übergegangen zum Bohren und haben jetzt einen Schweißlehrgang, wo wir schweißen und löten. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Markus, bin jetzt im dritten Lehrjahr und das Hauptaugenmerk im dritten Lehrjahr liegt auf der CNC-Ausbildung. Dazu gehört erstmal der zweiwöchige Theoriekurs, den wir hier intern machen, genauso wie den zweimonatigen Praxisteil. Das Besondere an dem Lehrgang ist, dass wir die zwei Wochen Theorie, die wir haben, direkt in der Praxis umsetzen können. Es geht im Grundlegenden darum dann, dass wir die Befehle, die wir der Maschine erteilen, dass die Maschine sie selbstständig abarbeitet und wir so hochkomplexe Teile fertigen können. Mir macht besonders Spaß die Fräsarbeiten, weil man da dreidimensional denken kann. Zum Beispiel hier bei unserer Grundplatte, die wir als allererste Übung machen sollten. Wie zum Beispiel hier eine Tasche, ein Langloch oder verschiedene Nuten. Ein weiteres Highlight der Ausbildung hier in der PTW sind die Lehrgänge an den computergesteuerten Maschinen. Hierzu steht ein eigener Schulungsraum zur Verfügung, an dem wir Auszubildenden selbstständig und in Anleitung die Programmierung und die Steuerung der Maschinen kennenlernen. Anschließend an den theoretischen Teil bindet die Praxis. Hierzu stehen den Auszubildenden zwei CNC-Maschinen zur Verfügung, bei denen sie die theoretischen gelernten Sachen in die Praxis umsetzen können und wo sie ihr gelerntes Wissen in der Praxis anwenden können. Ziel ist es, unsere Auszubildenden individuell und optimal auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Nach 3 Jahren Ausbildung kennt man hier mittlerweile natürlich alle, auch durch die ganzen Lehrgänge. Die ganzen alten Auszubildenden, die Meister, und man fühlt sich hier wie in einer großen Familie.